So, meine Damen und Herren, wir haben es also kurz vor 15 Uhr und ich denke wirklich, wird die historische Ausstellung 15 Uhr beginnen. Wir sehen also jetzt schon an der Windmühle, dass sich der preußische Staat dort eingerichtet hat. Die preußische Artillerie ist gerade dabei, die Geschütze in Stellung zu bringen. Die preußische Kavallerie hat sich Vielleicht zum historischen Hintergrund des heutigen Tages, das heißt also der Schlacht bei Dennewitz im September 1830, also vor 195 Jahren. Ich habe also hier im Vorfeld erfahren, es ist also in den letzten Tagen oder Wochen sogar recht ausführlich in den Tageszeitungen über diese historische Schlacht berichtet wurden. Das heißt, dass ich denke, Sie sind als Gäste, als Publikum hier so weit ausreichend informiert, aber Sie wissen natürlich auch, dass Napoleon nach der Krönung zum Kaiser der Franzosen im Prinzip den Machtanspruch hatte, ein neues Europa, ein geeintes Europa zu schaffen und das natürlich nach der Katastrophe von 1806, der Ritterschlacht von Jena und Auerstedt, wo die Preußen geschlagen wurden. Sie waren damals noch mit den Sachsen verbündet. Die Sachsen waren damals recht tapfere Soldaten, haben immerhin noch das Gefechtsfeld geordnet, verlassen. Und dann hat sich also der sächsische Kurfürst zu Napoleon bekannt und wurde dann also noch Ende 1806 zum König, das heißt also Königreich Sachsen. Dann ist noch 1806 am Ende des Jahres entstanden. Die Preußen wurden also bis auf einen Rest ihres Stammlandes zusammengeschrumpft, bestand also unter französischer Verwaltung und unterschiedlicher Freikorps. So dass also schon im Mai 1813 in dieser Schlacht gilt zwar Napoleon und die Franzosen noch als Sieger, hatten aber doppelt so hohe Verluste zu verzeichnen als die Preußen. Die Preußen konnten sich doch von Opas zurückziehen. Und so kam es im Laufe des Jahres 1813 zu einer Vielzahl von Schlachten und Gefechten, unter anderem bei Hagelberg, Großbern, Dresden, Bautzen, natürlich nicht zu vergessen Dennewitz und bildete seinen Abschluss im Jahr 1813 mit der größten Massenschlacht der sogenannten Neuzeit, der Völkerschlacht bei Leipzig. Sie haben also bemerkt, die preußische Artillerie hat ihren Geschützpunkt in Stellung gebracht und hat für die ersten Ziele erfasst. Die preußische Kavallerie klärt also hier im Vorfeld auf. Französische Tirailleurs, das heißt also einzeln aufgelöste Schützengruppen, die meist schon mit besseren Waffen ausgerüstet waren. Das heißt also, die Waffen hatten dann schon gezogene Leute. Sie konnten die Geländedeckung benutzen, um sich abzusichern. Diese Tirailleure suchten eine Einheit, bildeten also, wenn es geht, ein Karree. Jetzt entfalten sie sich also wieder. Wir merken also, die Tirailleurs hier im Einzelfeuer. Sie versuchen also, die gezielten Feuer, die
Bürgerlichen Gruppen zu spüren. Eventuell auch die Kanoniere, die Hauptgalerie ins Ziel zu nehmen. Also hier ein diszipliniertes Vorgehen. Wir sehen also auf dem linken Flügel der römischen Einheiten, die dort weitere Geschütze und Stellung gebracht werden. Und dann also das ab. Um vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen zu geben, wir sehen also diese Geschütze, diese Kanäle dort. Wir haben das jetzt. Könige Geschütze, in diesem Fall hier ein wir also aus feucht ausgemischt, um vielleicht einen Funkensatz im Rohr abzulöschen, damit sich also die demnächst nachgeschüttete Lage nicht selbstständig entzündet. Das heißt also, das Rohr wird ausgemischt, haben wir jetzt gerade gesehen. Jetzt wird die neue Kartusche angeführt. Wir sehen also hier hervorragend auf dem linken Flügel der preußischen Batterie. Jetzt wird die Kartusche eingesetzt. Die wird mittels Ladestelles bis zum Rohrboden durchgeschlagen. Es war damals eine Pulverladung mit einem Holzspiegel und einer Kugel, einer massiven Eisenkugel. Die werden also in einer Leitung eingebunden. Dann wurde durch den Ladekanonier mit einer Nadel dieser Leitung aufgestochen, um also im Laufende, im Rohrende die Pulverladung freizulegen. Es wurde eine sogenannte Stupine gesetzt, das ist also damals Strom gewesen, die mit etwas Schwarzpulver gefüllt war. Die wurde also ins Zünder eingebracht und dann mittels eines Lundenstabes, an diesem Lundenstab befindet sich also eine glimmende Lunte, wenn also diese, naja, Stabile, also diese Art Zündschnur in Hand gesetzt, wandelt sich also blitzartig bis zur Pulver. Sogenannte Kartätschen. Kartätschen würde bedeuten, dass man einen kleinen Sack oder sogar den oder vielleicht zu einer in Muskelkugelgröße Kugeln in den Lauf eingebracht wurden. Das heißt also, es handelt sich um eine Art Schrotladung für die Kanone und die war also verheerend in der Wirkung, obwohl die Reichweite nicht so weit war, das ist klar. Dafür haben wir verheerende Wirkung. Das sind also jetzt wieder die mit des Lundenstabes, die Lunde, also die Stabine in Brand gesetzt wird und jetzt recht gleich der Schuss. Ich merke natürlich, dass Sie jedes Mal hier zusammenzucken, wenn der Schuss bricht. Also können Sie sich das vielleicht von historischen Ergreifen erfüllen. Da standen also mehrere große Batterien auf den Gefechtsfeldern. Das heißt also auf beiden Seiten mehrere hundert Geschütze. Das sah so ein kleines bisschen anders aus. Jetzt wird also
Französische Server haben sich den Aufwand, durch die preußische Artillerie unter Beschuss zu nehmen. Man kann sich also vorstellen, bei so genauem Schuss könnte also so eine Und man ging also davon aus, dass die Errungenschaften also ganz Europa Glückseligkeit bringen sollte, die in dieser Zeit dann annektierten natürlich etwas anderes. Dass ich für Artillerie oder das Selbstzug und für die preußische Infanterie einpassiert. Deswegen hier vor allem im ersten Bereich an die preußische Landwehrverbände, die schlesische, ostpreußische Landwehr. Wir sehen auch die Fahne des schönen Brandenburgischen Leibinfanterieregiments, der sich jetzt noch in Höhe des Regiments aufmarschieren. Die französische Infanterie marschiert also hier noch in Kolonne auf. Und es gibt natürlich auch die beiden von den ersten Gegnerabwehr. Die französische Seite zu begreifen. Übrigens, Zwiebeln war es damals nicht üblich. Es ging vor allem darum, so viel kurz in kürzesten Zeitraum abzugeben wie möglich. Und wenn Sie sich den Ladevorgang einer damals üblichen Infanterie nicht später mal anschauen und Sie dabei beachten, dass die Soldaten überlassen haben, bis zum 30. pro Minute abzugeben, sind es dies natürlich schon eine enorme Leistung. Und erst nach Haus und Bibel überhaupt möglich ist. Die Mercedes wurde auf die rechte Hüfte aufgelegt, mittels des Daumens der Bahn, in dem ein Feuerstein eingespannt war, wurde die sogenannte Höhenmast gezogen.
Dann wurde mit der rechten Hand auf der rechten Körperseite, also rechten, wenn man das sagen kann, auf dem Po hinten dieser Kartuschkasten, der also 30 Schuss Munition enthielt, wurde also eine Kartusche entnommen. Wir sehen uns jetzt hier ganz deutlich, wie einem Angriff von Kavallerie begegnet wird. Das heißt also, man bildet ein Karree. Das ist die einzige Möglichkeit für eine Infanterieeinheit, einen Kavallerieangriff zu bestehen. Das heißt also, die Musketen wurden mit aufgepflanzten Bajonetten nach außen gerichtet. Und wenn möglich, wurde also auf die Pferde etwas gereitet. Das Pferd wurde für die nachfolgenden Anreise der Kavallerie ein natürliches Hindernis bilden. Und deswegen sehen wir also jetzt lieber hier nach der Beendigung des Kavallerieangriffes, dass die Infanterie sich wieder aktiviert und ihren Angriff weiter fortsetzt. Auf der linken Seite nochmals eine preußische Batterie aufgefahren. Das heißt also, sie unterstützt das Vorgehen der preußischen Infanterie durch Artilleriefeuer von den Seiten aus. Also nochmal im Weiterblick zu dem Ladevorgang. Sie sehen also jetzt zum Beispiel hier aus dem Kartuschkasten eine Patrone entnommen wurde. Dann wird die Patrone zum Mund geführt. Die in den Kartuschen eingebundene Kugel wurde abgebissen, liegt in den Zähnen. Damit lag die Pulverladung frei. Auf die freigelegte Pfanne wurde etwas Pulver aufgeschüttet. Der Pfannendeckel geschlossen. Die Muskete wurden beide abgestellt. Dann kam die restliche Pulverladung, Patrone sowie die Kugel aus dem Mund mittels des unter der Muskete angebrachten Ladestock wurde die Kugel bis zum Laufboden durchgestoßen. Der Ladestock wurde wieder an den Ort gebracht und damit war es mal bei dieser Infanterieeinheit hier, bei der französischen Infanterie, sehr, sehr gut und deutlich erkennen. Wir merken also auch, dass es sich bei den französischen Einheiten natürlich bei den Darstellern nicht bei allen Franzosen handelt. Trotzdem werden hier sämtliche Befehle durchgesprochen, dass wir also in Zeit bringen, der Stellung Frankreich. Auf preußischer Seite sind wir schon. Thank you.
Wir beobachten also jetzt die Deckung der preußischen Artillerie. Wird also wieder der Bühne in Brand gesetzt und der Stück wird los. Brand gesetzt, aber das wird nicht mehr sein. Durch das Zünder in der Uhr gerade erneut angestochen. Und hier
Läufer, der Beschützer, auch der Personen, auch Leinte. Also eigentlich war der 10-12 der schützende Innendienst, da mussten sie losziehen. Das heißt also, ich wusste dann mittels des Daumens oder einem kleinen Lichtflöten Löffel, der Flintstein, also der Feuerstein, der Hahn, der das Thema eingespannt ist, ist also gereinigt worden, um also eine Entzündungsbelagerung zu gewährleisten. Mit einer mitgeführten Nadel wurde bei der Grafikarbeit zündlich gereinigt, um also eine Entzündungsbelagerung der Ölverladung von der Falle in den Lauf zu ermöglichen. Das heißt, also, diese Waffen waren sehr empfindlich bei regnerischem Wetter, wenn es so verlassen wurde. Und das wurde reagiert. Heftig auf die Zeit. Dann war es also nicht möglich, es sollte auch eine Infanteriewaffe zu bauen. Und hier sehen wir aber, die Waffen sind hervorragend in Ordnung. Jeder Schuss ist also hier gebrochen. Das ist ein verstopft war und so kann man also der Schuss nicht jedes Mal lostreffen. Wir merken auch, wie jedenfalls Dresden angefeuert werden von ihren Offizieren. Die Offiziere werden zum Beispiel deutlich gekennzeichnet durch die Feldbinde, die also in der Leib getragen wurde. Wir muss also auch einen Infanteristen, der also seine Waffe reinigt. Das heißt also, er reinigt das Zündloch, die Batterie wird gereinigt und schleift. Und der Feuerstein vielleicht nochmal etwas festgezogen, sodass also die Mistete wieder einsatzbereit war. Um ehrlich zu sein, in den Massengeschichten der damaligen Zeit hatte man wohl Zeit, um seine Waffe wieder aufnehmen zu können. Wenn sich die Gelegenheit ergab, könnte man einfach die Waffe eines gefallenen Kameraden oder vielleicht eines gegnerischen Soldaten und könnte dann Waffen steuern. Befanden sich selten, dass alle 30 Schuss abgefeuert werden konnten. Und wir sehen also ganz deutlich, die also jetzt versuchen, die preußischen Stellungen anzugreifen. Die preußische Infanterie wird also in zwei Richtungen verteidigen. Wir werden also auch die Einheiten, um also den
Wir würden dann auch weiteres eingreifen, häufiger Artillerie, die als eine ein französisches Geschütz attackiert. Und auch die Formierung der sächsischen französischen Einheiten zerstören. Da sind diese Gruppen alle immer gezwungen worden, die sich in Teil zu formieren. Ja, auf den letzten Flügel der häufigen Formationen sind wir heute, die eine Neuordnung der Infanterie erfolgt. Von der Führerversion, die draußen vor allem den Drohnenangriff auf der Linie mit Verschiebungen der Infanterie entgegenwirken möchte. Wir haben das gesehen, ein leichtes Zurückziehen der russischen Einheiten. Wir legen die Fahne ins Recht. Das heißt, die Fahne war ja nicht nur Symbol der jeweiligen Bataillone und Regimenter. Und sie war auch Orientierungshilfe im Gefecht. Das heißt, die Fahnenführer konnten anhand der Fahnen den Standort der einzelnen Formationen bestimmen und konnten danach auf ihre Bissposition treffen. Bei diesem Gefechtsschirm, der natürlich überhaupt nicht leichter ist für den Original im Jahr 1813, denn wir sind heute, vielleicht gehört habe, ca. 650 historische Informierte Darsteller. Ganz Europa hier nach der Welt gekommen sind, um also an die historische Klasse, das historische Fest bei der Welt zu erinnern. Das heißt also mit 650 Mann, das ist also Lebensunterhalt von mir, das also in 195 Jahren hier transportiert war. Und da also diese Stadtverbeziehungen nicht die Möglichkeit hatten, mit ihrer Stimme die Einheiten zu führen, waren also Trompeten bzw. Trommelsignale die üblichen Möglichkeiten, um also Infanterie oder Kavallerie-Einheiten zu führen. Gerade bei der Kavallerie der Trompetensignale die Infanterie wurde hier mit Trommelsignalen geführt. Man merkt also auf beiden Seiten ein höchstes diszipliniertes Vorgehen im Gefecht. Gerade hier die Preußische Einheit im Zentrum und deswegen aufgerichtet, das zeichnet sich hier, dass die Formation Feuerbereitung ist, dann die Mission in Anschlag gebracht wird, abgefahren. Und dann haben wir das hier auf der größten Seite. Auf die Formation der preußischen Seite zu führen.
Von hier aus gesehen genau im Zentrum, den Publikum gegenüber. Ja, hier so ein Stückchen. Rechts die französischen Flügel. Wir haben also einen kleinen Überblick über die andere Seite zu geben. Bezieht sich also eine Kolonne etwas zurück, also der neu formierten Linie die Möglichkeit zum Angriff auf den linken preußischen Flügel zu geben. Artillerie ist nicht so aktiv, sondern also das Vorrücken der französischen Linieneinheiten zu stören. Jetzt also ein massives Vorrücken sächsischer und französischer Infanterie. Die preußische Seite läuft einen Flankenangriff zu riskieren. Und hier sieht man also hervorragend aus der Kolonne heraus. Auf deutscher Seite wird also der große Flankenangriff hier begegnet. Und ja, auf der rechten Flügel der Preußen, der hatte dezimierte Einheiten, die Linie stehen, diesen Angriff als erfolgreich durchzuführen, beziehungsweise der linke französische Flügel auch der Artillerie die Möglichkeit zu geben. Und jetzt der Infanterie den Angriff zu geben. Und sie also zu schonen.
Vielleicht mal etwas zu sagen, warum die Uniformen so farbig gewesen sind. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass Sie nur noch ein ganz auffälliger Farben, die können überhaupt unterscheiden. Sie werden sich also vorstellen, wenn mehrere Grundstücke abgefeuert sind, wenn Tauschgruppe mit Städten reingewehrt ihre tödliche Lage noch so orientieren. Das ist ein Grund, warum es die Uniformen nicht so oder mal in der Lose entsprechen gestaltet. Besonders war natürlich noch. Wir werden also jetzt wieder am Vorgehen preußischer Artillerie, Entschuldigung, Kavallerie. Und jetzt hier eine Formierung der französischen Infanterieeinheit. Wir sehen also deutlich, dass ein Flankenangriff hier erfolgreich durchgeführt abgewehrt wurde, sodass man also einen massiven Angriff mit einer geschlossenen Formation riskieren will. Wir sehen also jetzt schießen noch was vor, hier da oben. Also im französischen Zentrum sieht man den Hass der Verbindungsprobleme. Das heißt also, wir brauchen schon die Maradonne in dem Fall französische Verbindungsprobleme. Und die Kanone hat die Chance genau dort, wo ich gelandet bin. Es ist nicht mehr. Dann ist es also eher wieder in Kolonne. Es ist also beobachtet, nach und nach hast du direkt von der Zehn zurück. Wir sind also jetzt auf der linken Seite das Vorrücken. Einheiten gezwungen waren, also Karriere für die Felder zu bilden und ja, nach dieses Kavallerieangriffs formiert sich also die Kavallerieeinheit neuer Frontlinie, vor allem auf den Link. Was wir jetzt gerade hören, ist also für die damalige Zeit typisch. Das heißt, dass die den Aufmarsch der Infanterieinformation mit klingendem Spiel, das heißt also mit Querpfeifen und Trommelklang. Und Sie können sich also vorstellen, wenn aus Pulverdampf heraus eine französische Kanone vormarschierte, dann war das also für die gegnerischen Linien ein mehr als fürchtbarer Anblick, wenn also dort aus dem Verdacht heraus diszipliniert vorgehende Einheiten mit klingenden Spielen sich dem Gefecht stellten. Das heißt also, die moralische Wirkung des Vorgehens war enorm. Das heißt also nicht, dass die Kampfhandlungen, sondern auch
das disziplinierte Vorgehen der jeweiligen Einheiten. Wir bemerken eher den hellen Trommelklang und die Querpfeifen bei den französischen Formationen. Bei den preußischen Formationen ist es eher ein dumpfer Trommelklang, der auf den Französischen als das Fürsten werden konnte. Wir bemerken also jetzt ein sehr intensiv geführtes Gefecht ohne gegenseitige Geländegewinne. Es sind also jetzt ganz geschwächte französische Zentrum, 6. Einheiten vor, um die Lücke zu schließen, damit also auch die Frontlinie zu verkürzen bzw. mehr auf der linken Flügel zu verschieben. Wir sehen also jetzt noch eine Verstärkung des linken französischen Flügels und sehen also auch das kontrollierte Vorgehen der preußischen Seite, wie Sie gemerkt haben, ist also auch die Artillerie für die Vorgerückt, jetzt ist also lieber feuerbereit. Die Artillerie also mit der Infanterie jetzt weiter vor, also lieber ein bisschen einfacher, ohne die eigene Infanterie zu gefährden. Sie sehen also die Angriff auf das Zentrum. Das ist ein Flammenfeuer geantwortet mit einem Gurken und gestaffelten Rückzug der französischen Formation. Die Formierungen auf bzw. im Zentrum der preußischen Formation. Wir sehen auch einen beobachteten Rückzug der diese Veranstaltungen nur das auf dem Wappenhaus schon seit 20 Jahren ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selten, muss ich mir ganz ehrlich sagen, nicht vor, die hier agierenden Einheiten, sondern natürlich auch den Organisatoren hier ein großes Dankeschön, ein großes Gefühl. Das war gerade, als ich hier auf Informationsmäßig auf die Beine gestellt habe, ein hervorragendes disziplinäres Vorgehen aller Einheiten, klar. Hat sich noch ein klar strukturierter Geländegewinne, Vorgehensweisen, die Offiziere der jeweiligen Einheiten haben also ihre hervorragenden Griff. Und das, wie ich vorhin schon sagte, vor allem durch die unterschiedlichen Trainingsdarstellungen, auch einen Vorbeimarsch aller Gruppen und Verdiene, am Fall, die haben wir jetzt erleben, dort jetzt die einzelnen Formationen nochmal vorstellen, nicht nur die dargestellten Formationen, sondern die Herkunft dieser einzelnen Vereine und Darstellung. Da haben wir den Schluss. Ich werde Sie als letztes ein bisschen Freimarsch der Gruppenteile noch mit anzuschauen und Sie werden also Erläuterungen bekommen. Dass der linke preußische Flügel verkürzt wird. Das heißt also, hier unten der Linieneinheiten wurde der rechte Flügel verstärkt. Das heißt also, die Seitenwelle wechselt vollzogenerweise dem
erwarten, dass wir diese Zettel regeln. Wir sind auf der Regierungsplattform. Links mit drei Schritt exzendiert, Marsch! Wir sind auf der Regierung, also ausweichende Einheiten. Den Rückzug der beiden sächsischen Truppen, die also hier gedeckt werden durch die französischen Gardeeinheiten. Die Einheiten haben sich also hier zurückgezogen und sich im Hinterland wieder installiert. Wir sind also jetzt in der Kleinbrücke vor allem durch die Garderegimenter des sächsischen Rückzuges. Die Preußen sind also in breiter Formation vor. Wir sehen das also jetzt hier vor allem auf dem mittleren linken preußischen Flügel. Und das also langsam schon eine Flankenbedrohung der Garderegimenter, der französischen Garderegimenter droht. Schiffer wird die Formation also neu ausgerichtet. Jetzt wird im preußischen Zentrum nachgerichtet, um die Linie zu verstärken. Und der preußische linke Flügel, der äußere linke Flügel, wird aufgezogen. Und eventuell einen Flankenangriff zu tun, der aufgrund der Geländegewinde und des Terrains hier in diesem Fall rückständig beziehungsweise nicht gebaut ist. Wir werden also gerundet die französischen Einheiten zurückziehen. Und die preußischen Einheiten also bis zu den französischen Geschützstellungen. Dies ist für die französische Erkennung eine äußerst gefährliche Situation. Nicht nur, dass wenn die Geschütze verlassen werden, sondern dass sich dann damals auch die Möglichkeit, diese Geschütze zu vermarkten, das große Geschütze Rohr, wo wir also wirklich eines Eisenbades das sind ja verbrochen und wird also ungerecht damit verstanden werden. Wenn es also nicht möglich war, die Geschütze jetzt beim Rückzug mitzunehmen, so waren sie also meistens bei verbrochen werden, weil also das Geschütz wieder einsatzbereit zu machen. Disziplinierende Vorgehen bzw. Grundziehen der französischen Garde, die also damit einen Rückzug der Infanterieeinheiten, der französischen Infanterieeinheiten möglich macht. Bei der preußischen Artillerie war es heute nicht so gleich erforderlich, der Artillerie und der Wehr endet. Das Geschütz in Ruhe. Und wir sind also noch ein weiteres Vorrücken der preußischen Einheiten auf die sich langsam zurückziehenden französischen Einheiten. So, meine Damen und Herren, wir sind also schon am Ende unserer Gefechtshandlung unter napoleonischer Epoche Zeiten. Wir